Hallo, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Heute ist es aufregend. Ich habe als Gast Katharine Merlin. Hallo Katharine. Hallo. Sie hat heute Abend Premiere in der Bar im Spiegelzelt. Da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe natürlich hin. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil sie hat auch ein bisschen Lampenfieber, aber das hat wahrscheinlich jeder Star, oder? Ja, ich bin immer ein bisschen aufgeregt. Ja? Mhm. Aber du kannst es, ich habe dich ja schon oft gesehen. Sie hat mich verpflichtet, dass ich wiederkommen muss und in der Pause nicht gehe, weil ich ja öfters in der Pause gehe. Aber jetzt freue ich mich sehr und wir haben Spannendes zu fragen. Ich habe mich sogar diesmal gut vorbereitet. Katharine. Ich sage manchmal Katharina. Sagt sie, nein, ich heiße Katharine. Ich sage, gut, Katharina. Was? Hast du gut so, gemacht. Ja. Also, hast du dir gemerkt? Erzähl mir von deinem Programm. Was passiert in deinem Programm im Spiegelzelt? Ich würde mal behaupten, es ist ein sehr intimes Programm. Ich erzähle ein paar persönliche Geschichten und natürlich auch aus meinem Bühnenleben und lasse in einem Medley meine vielen Rollen, die ich gespielt habe, auch noch mal so Revue passieren und aufleben. Habe ich das schon mal gesehen? Das hast du gesehen, das fandest du sehr, sehr gut. Ja, aber warum soll ich denn dann noch mal hin? Weil es 2, 3 neue Lieder gibt, die du noch nicht kennst. Ach, deswegen soll ich hin. Unter anderem auch ein spanisches Lied von Chavela Vargas. Ganz tolle mexikanische Künstlerin. Dann komme ich hin. Wann fängt das immer an? Um 8? 20 Uhr. 20 Uhr. Und sonntags 19 Uhr. Und wie ist es mit der Aufregung? Nicht mehr. Na doch, also wie gesagt, wenn ich aufgeregt bin, dann rufe ich dich an. Aber im Notfall stelle ich mir dann auch so ab und zu mal mein Publikum nackt vor und dann geht es mir wieder gut. Ja? Ja. Also du hattest auch einen guten Erfolg in Wien, Evita Perón. Und da musste sie mir das schon mal vorsingen. Zu meinem Geburtstag singt sie auch immer a cappella. Ja, und aber du nötigst mich ja. Ich nötige dich. Genau. Naja, warum denn nicht? Eine Hand wäscht die andere. Und sag mir deine Pläne. Was passiert alles in Zukunft? Du spielst du immer noch Ball im Savoy? Ball im Savoy ist jetzt am Sonntag die letzte gewesen. Erstmal, das kommt wahrscheinlich wieder. Wann steht noch nicht fest. Und Fair Lady? My Fair Lady kommt im Juni 2018 wieder. Das ist auch noch eine ganze Weile hin. Also das Beste, was ich seit langem in Berlin gesehen habe oder in Deutschland, ist Für immer oder ewig jung? Ewig jung im Renaissance-Theater. Wann ist das wieder nächstes das Jahr kommt erst? Im Juni, eine ganze Strecke, da kannst du diesmal kommen, jeden Tag. Ja. Zum Beispiel, ich kenne Freunde, die waren schon 20 Mal Forever Young oder ich war 6 Mal. Ja, ungefähr. Und tun Sie mir einen Gefallen, Katharine spielt eine 90-Jährige, 95, und sie spricht dann auch so. Also gehen Sie in die ersten Reihen, dass man das ein bisschen von nahem sieht, wie sie wirklich spricht. Ich spreche mit Gebissfehler, weil ich so schlimme Ausdrucksworte sage, also so böse Worte. Ich weiß. Und dann klingt das ja, wenn man einen Gebissfehler hat, nicht ganz so krass. Also, aber das ist ein Theaterstück, was selten ist, was mich sprachlos macht. Also ist gigantisch. Wie viele goldene Fohlen hast du schon 4 bekommen? 4. Leer ist das, Maria. Aber vielleicht muss man erklären, was das ist. Erzähl. Goldener Fohlen, das ist ein Publikumspreis, also der einzige Publikumspreis in Berlin. Und es ist wirklich ein total schöner Preis, weil er eben ja direkt vom Publikum kommt. Du hast aber nur ein paar Mal Preise bekommen, gell? Ja, was aber hast du ja auch, oder? Na, das hält sich so ein bisschen, so ein bisschen ruhiger. Aber du hast auch von der BZ, hast du nicht auch was letztes bekommen? Letztes Jahr, ja, BZ Kulturpreis, genau. Auch ein total schöner Preis. Du warst in New York auf der Schule, Musikschule. New York und London. Erzähl mal ein bisschen. Ja, was soll ich denn erzählen? Also ja, da habe ich, das ist ja schon so lange her. Na, das ist doch wurscht. Ja, also ich bin nach London gegangen, habe Musical und Schauspiel studiert und war noch ein paar Monate in New York. Und ja, und dann fing so meine, bin ich zurückgekommen nach Deutschland und habe dann ganz viel Theater gespielt und irgendwann 2000 nach Berlin gekommen und glücklicherweise geblieben. Deine Mutter war auch der Berühmte? Berühmt nicht, aber so in ihrem Kreis, ja, habe ich mal gelesen. Hat sie Mundart gesprochen oder was ja, hat sie gemacht? Ja, sie hat schon hessisch gebabbelt. Hessisch? Ja, aber wenn sie gesungen hat, hat sie wahnsinnig deutlich artikuliert und wunderbar interpretiert. Also liegt das in der Familie? Ich glaube, ja. Ja, toll. du weißt, dass ich zum Beispiel gegen Tierversuche ja, bin? Ja, das ist gut so. Das ist toll, finde ich super, Udo. Nicht wahr? Und die schenke ich dir, das sind Postkarten. Danke. Die kannst du verschicken, weil das sehr ganz schön wichtig ist, ja, gegen Tiere. Was hast du denn so? Was tust du Gutes?
Ich esse zum Beispiel keine Tiere. Nee? Ah ja, du bist Veganer, ja? Vegetarierin. Und genau. Hältst du das gut durch? Geht das leicht? Seit 25 Jahren. Da bleibt man auch so dünn, wie du bist. Ne? Ja, so dünn, das ist ja was dran an mir. Ist es? Aber es ist auch gut so. Nee, ich bin noch im Kuratorium von der Berliner AIDS-Hilfe, wie du ja auch. Auch. Und versuche da immer so bei den Konzerten Gutes zu tun, eben zu sammeln. Ich habe im Theater des Westens, war doch die AIDS-Gala, ja. Ne? Da bist du aufgetreten. Mhm. Da tritt man umsonst auf. Ne? Ja, natürlich, ja. Da habe ich dich gesehen und bewundert. Dein Liebling, dein Privatleben, ich erkundige mich ja immer. Ja, sage ich ja, aber du hast ja einen Hund, Shishi. Und das andere ist geheim. Ja, ich weiß alles von dir. Na, ich bin nicht entwirfst so sicher. Du deine Kleider selber? Du hast einen Freund, der auch Design macht. Ich habe einen ganz lieben Freund, der ist Designer und Stylist, der Brian Grosen und ein Däne. Und mit dem gehe ich öfter mal shoppen. Der hilft mir, mich zu beraten, weil ich nicht so gerne shoppen gehe. Und ich finde das eher lästig als spannend. Manchmal habe ich so ein Flash, so ein Shopping-Flash, aber der kommt nur alle Jahre mal vor. Und dann ich war mit dir mal shoppen. Wo waren wir schon? Ach so, am Winterfeldmarkt. Ich gehe da nie mehr. Nein, auch da vorne in der Fasanstraße. Da hast Stimmt, du dir stundenlang ja überlegt, Boutique, ja. Ob du die Lederjacke kaufst, den Mantel. Ich habe gesagt, du kaufst ja keinen Hubschrauber, also das könnte man hinkriegen. Und was habe ich denn, also ich habe gesehen bei dir, Judy Garland. Wann das kommt Judy im Garland September wieder? Am 26. September haben wir wieder Aufnahmepremiere. Ich freue mich total, diese Produktion nochmal zu spielen. Das ist meine Lieblingsrolle. Extreme Figur. Also ich bin ja selten sprachlos, da war ich sprachlos. Das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Also Judy, ich habe ja Liza Minnelli kennengelernt und die hat ja auch viel Talent, hat oder hatte. Ja, sie ist unglaublich, ja, ist großartig, immer noch. Eine lebende Legende. Für mich Barbara Streisand und Liza Minnelli sind ja, die größten. Was ist mit Betty Midler? Ja, Hammer. Also, hat jetzt gerade Premiere gehabt mit Hello Dolly am Broadway und hat einen Riesenerfolg. Und Betty Midler spielt auch in London? Spielt gerade in New York. Ja? Ja. Gehst du hin? Ja, wenn ich es schaffe, würde ich es mir gerne anschauen. Ich glaube, es gibt im Moment keine Karten. Gibt es denn bei dir Sommerferien und zum Beispiel oder spielst du es jahrelang durch? Also Ferien immer dann, wenn ich eben nicht spiele und dann versuche ich immer mal wieder so in die Sonne zu fliegen, weil im Moment ist es ja hier auch so kalt und ich brauche die Wärme und die Sonne. Wo könnte man hinfliegen? Wo können wir denn mal hin? Wir waren noch mal kurz zeitig in Mykonos. Ist schön. Ne? Ja, Mykonos waren wir, aber ja. Das ist alles noch zu früh. Ich habe Frau Melling gesehen auf der Deutschland, auf der MS Europa. MS Europa dürfen wir 2? Jetzt schon was trinken? Wollen wir mal anstoßen? Na klar. Ich habe so Durst. Cheers. Hast Durst? Ja. Auf der Europa 2, da hat sie ein Konzert gemacht und wir wussten nicht, dass wir, das war Zufall. Sie sagt, du, ich gehe jetzt weg, ich fahre auf die MS Europa 2. Ich sage, ich auch. Und da war ich, und das war schön. Das war sehr ja. Schön. Da waren wir im Konzert, da hat sie Piaf gesungen. Aber sie macht Piaf ganz, ganz toll. Ich sage, kannst du auch noch was anderes? Ja. Sagt sie, ja, Judy Garland. Habe ich auch gesehen. Udo. Aber für immer jung ist das Schärfste überhaupt. Und hast du denn neue Pläne? Musst du gerade naja, was einstudieren? Jetzt spiele ich in der Bar und 10-mal an 10 Abenden mit meinen tollen Musikern und habe auch Special Guests. Am 9. Mai kommt zum Beispiel die Ursula West. Wo ist diese es? Country-Legende. Woher? Ursula Pfister aus Kentucky. Ach ja, genau. Kentucky Fried Chicken. Mit ihr wollte ich schon immer mal singen, weil ich liebe Country. Oh, toll. Wir waren ja auch zusammen bei Dolly Parton. Das war fantastisch, gell? Ne? Und Rolf Kühn wird auftreten mit mir. Wann genau, steht noch nicht fest, aber auch ein Special Guest. Also 10-mal jetzt erstmal bei jeder Vernunft. Guck mal, was ich für dich eine Werbung mache. Ja, wie Hammer, findest ne? du denn großartig. Das? Großartig, du bist ja? der Beste. Ich gehe zum Beispiel Backstage, gehe ich zu Celine Dion. Wie findest du das? Ja, bin ich Magst neidisch. Du die?
Ja, finde ich schon toll. Ja? Mhm. Ja, die kann ganz gut singen. Ich mag es gerne, wenn sie Französisch singt, wenn sie ihre Chansons singt. Das gefällt mir am besten. Ja? Aber Titanic ist natürlich legendär. Ja, und ich hab Geburtstag irgendwann und da hat mir Carsten, mein Partner, hat mir 10 Karten geschenkt. Nee, eine krieg ich. Willst du? Mhm. Schau ich mal. Und dann gehe ich hinter die Bühne. Meine Damen und Herren, es geht gleich weiter. Bitte, bitte bleiben Sie dran. Ich weiß jetzt, was ich frage. Ich hoffe, sie kann mir es beantworten oder will es beantworten. Bis gleich.